Ja, du möchtest was, weil du nicht zufrieden bist. Ein Parteispender geht raus. Wir haben Freedom of Information. Wir möchten, dass die Menschen das machen können. Liberale finden es gut. So. Ja, so eine Grenze ist doch super. Also Ja, nicht so ne? ganz so politisch, ist ja, ja noch andere Sachen. Genau, und dann sind wir auch schon wieder für diese Runde durch. Aber Ja. das hat uns nahezu die halbe Amtszeit gekostet, um jetzt quasi Dinge, die wir aus einmal Scheitern gelernt haben, umzusetzen, um aus dieser Krise rauszukommen. Und wir sind immer noch defizitär. Ja. Aber nur noch ganz knapp. Was machen unsere Probleme? Ja, Corporate Exodus, als ob ich da nichts bewirken könnte. Ja, Und wahrscheinlich müssten wir dort mit der Unternehmenssteuer runtergehen. ja, oder noch weiter die Labor Laws, ne? Aber da müssen wir dann auch einfach gucken, was kriegen wir im Land noch durch. Ja. Ja, ich Die meine, hatten aber da was. das schädigt uns halt mit dem GDP minus 20. Absolut. Ist Und halt. deswegen glaube ich, könnten wir dort noch mal gucken, ob wir das noch irgendwie beeinflussen können mit irgendwas. Ja, Produktivität, ne? Ist halt einer der Hebel. Ja. Stabilität sind wir, naja, höher geht's nicht. Produktivität sind wir sehr, da müssen wir einfach, wir müssen bei der Produktivität hoch. Ja. Wir haben dort nochmal die Atemwegserkrankungen, die wir hoffentlich jetzt in den Griff bekommen. Die Arbeitslosigkeit haben wir noch. Da könnten wir auch überlegen, ob wir da wieder mit diesem ländlichen Raum, mit diesem Entwicklungsprogramm nochmal reingehen. Aber wir fangen schon wieder an zu investieren. Eigentlich müssen wir Geld sparen. Ja. Na gut, ne? Also. Defizit, wir gucken mal, was nächste Runde passiert, einfach. Ja. Ein Nachbar macht einen Atomwaffentest. Okay. Ansonsten passiert nichts. Popularität steigt wieder ein klein wenig, aber. Tja, und Defizit. Ja, die Weltwirtschaft geht runter, dementsprechend geht auch das Bruttoinlandsprodukt runter. Und was für uns bedeutet, wir müssen nur noch mehr Geld einsparen. Ja, genau. Lass mal gerade gucken, wie sieht es mit CO2 aus? CO2 ist noch nicht auf Null. Wie das eben Ja der gut, Fall war. Ach so, ja, jetzt. ist vielleicht auch nicht schlimm, wenn es auf wenn's ganz auf Null ist, verdienen wir auch mit der CO2-Steuer nichts mehr. Genau, ja. Also dort könnten wir auf das Smart Meter Programm gehen und dieses Micro Generating in dem Bereich. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir können mit der Reforestation kriegen wir das CO2 runter. Dann können wir die CO2-Steuer zurückfahren. Reforestation sorgt auch für Arbeitsplätze und das ist ein guter Hebel, um die Asthma-Epidemie zu bekämpfen. Also. Gut investiertes Geld also. Genau. Und da würde ich tatsächlich jetzt einmal voll reingehen. Okay. Und bei der. Ach so, nee, wir nehmen hier noch gerade Geld ein, aber demnächst dann die CO2-Steuer runterziehen. Tja. Na, und jetzt diese ganzen Einzelprogramme in dem Bereich. Micro, Elect, was es da alles auch immer gab. Smart Genau, Meter sowas. Program können wir abschaffen. Ja. Okay, jetzt sind wir nur noch bei 2 und für die 2, da habe ich doch auch direkt das rechte Alcohol Awareness Campaign, weil
Das schädigt unsere Produktivität. Und nächste Runde. Also wir fliegen hier jetzt wild durch. Unemployment geht zurück. Toxic Waste Dump. So, ja, ich würde sagen, wir erlauben das, weil wir brauchen die Arbeitsplätze. Und lass es uns lieber selber tun, als dass es im Ausland schlechter, schlechter kontrolliert wird. Okay. GDP plus 1%, Unemployment sinkt. Ja, die Umweltschützer finden es doof, aber keine Sorge, wir machen sehr viel für die Umwelt. Obesity geht runter wieder. Was unser größtes Problem ist, dann haben wir nicht wirklich Probleme. So. Corporate Exodus. Hm. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. So, welche Programme siehst du jetzt noch, die wir noch brauchen? Wir sind immer noch defizitär. Ja, also was nochmal kommen könnte, wäre diese ländliche Entwicklung, weil das echt so ein Klassiker bei ganz vielen Punkten ist. Das ist irgendwie schon super praktisch. Ich muss es suchen. Haben wir nicht genug für. Dann wie wäre es mit dem diplomatischen Dienst, der uns ja dann wieder die Außenwirtschaft fördern könnte? Ja. So viel wie möglich, weil dauert so lange. So, und das nehmen wir mit in die nächste Runde, um die Rural Development Grant zu... Unser Credit Rating wurde wieder downgegradet. Na super. Ist BB. Ist das um 2 Schritte jetzt downgegradet? Und ein Minister hat uns verlassen. Unser Außenminister. Middle Income Capitalist, den will ich auf keinen Fall nehmen. Pendler und Konservative. Schon eher. Ja. Oh Mann, ey. Sehr interessant. Ich dachte jetzt echt, so mit diesen paar Anpassungen kriegen wir das hin, aber unser Brutto... Wir hatten das wieder. Wir hatten es wieder fast. Ich glaube, wenn wir diese 2 Milliarden, wenn wir dort nicht jetzt investieren gegangen wären, das ist jetzt hätte, wäre, wenn... Aber wir haben dann wieder Geld ausgegeben und danach wurde erst das Credit Rating verändert. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch passiert wäre, wenn wir nicht im Defizit geblieben wären. Weil jetzt haben wir auf einmal wieder 14. Ja. Prost, Belana. Danke für die Kanalpunkte. Gibt es eine Roomtour von der neuen Wohnung? Ich werde, wenn ich mit dem Arbeitszimmer hier, mit dem Zimmer ein bisschen weiter bin, dann zeige ich gerne mal, wie es hier oben so aussieht. Aber von Rest der Wohnung eher nicht so im Moment das Gefühl. Habe ich mir aber noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber das Arbeitszimmer zeige ich mal, wenn hier nicht mehr 35 Kartons wild in der Gegend rumstehen und wenn mein Schreibtisch endlich gekommen ist. Das hier ist alles noch improvisiert im Moment. Okay. Ja, weiß ich nicht, ob das besser... Militäraufgaben haben wir vergessen vorhin. Oh, Gottes Willen. Da sind wir... so runtergegangen. Das spart etwas. Und okay, wir haben noch 4. Ich glaube, ja, was für die Wirtschaft, ne? National Business Council und Business Startup Campaign. Ich weiß, das ist wieder Investitionen, aber oh, das... Ich finde den... Wir müssen das GDP abfangen.
Deswegen wäre jetzt auch der mein Favorit gewesen. Okay. Tut mir leid, ich kann jetzt im Moment nur digital denken. Aber das ist auch der super wenig Geld für einfach mal 1,92% mehr. Jetzt haben wir noch 2. Business Startup. Oh, Telecommuting Initiative. Na komm, entweder ich würde sagen, das hier, damit wir International Trade kriegen, ist auch super günstig. Ja. So. Und Belana, der Termin für das Community Event. Wir haben ganz am Anfang eine Umfrage gemacht und wir haben noch keinen festen Termin, aber wahrscheinlich wir werden direkt im neuen Jahr einen haben. Also nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, weil ich dachte mir schon, hier laufen viele Leute rum, die beim CCC auch Sachen machen und wahrscheinlich gerne auf dem R3C sein werden, ist ja genau auf der Remote Conference, die dieses Jahr stattfindet vom CCC. Deswegen, das Community Event wird sehr, sehr früh im neuen Jahr passieren. Nicht erst später im Januar, sondern sehr, sehr früh im neuen Jahr. So, nicht so. Wir haben jetzt hier irgendwie so eine Schnellklickrunde gemacht, aber ich glaube, es ist echt. Also, wir lernen hier, wir haben einen neuen Parteispender und ein Theaterstück ist ein weltweiter Erfolg. Und das sorgt für Tourismus und bessere Außenhandelsbeziehungen und die Patrioten finden es geil. Und ein Minister hätte gerne die Cyberbullying Awareness Campaign. Ja, schad ja nicht. Nee, schad nicht. So ein klein wenig. Oh, Entschuldigung, ich habe dich jetzt nicht gefragt. Gut, alles schön. So. Hier sind wir jetzt. Wir sind bei einem Defizit von 14. Die Weltwirtschaft sackt weiter und wir haben das GDP gefangen, quasi. Und zu dem Zeitpunkt waren wir mit den Zinsen bereits hier eben, als wir es gemacht haben. Sieht jetzt nicht rosig aus, aber das ist eine gute Ausgangsposition. Definitiv. Was sagen denn unsere Umfragewerte? Kommt wieder. Und wenn wir auf... Nein, da wollte ich nicht hin. Wenn wir auf... Experiment, wir haben keine Mitglieder. Fundraising. Oh. Ja. Okay. Sieht nicht so super aus, aber... Die Mitglieder kommen, wenn wir anfangen, coole Sachen zu machen, die ihnen gefallen. Momentan haben wir so krass den Rotstift eingesetzt, so ein bisschen ohne Sinn und Verstand, einfach nur um die großen Brocken wegzuhaben. Um ja, zu gucken, wie es funktioniert. Hier passiert immer noch nichts. Da ganz langsam. Wie ist mit der Asthma-Epidemie? Die geht nach unten, sehr gut. Doctor Strikes wahrscheinlich, na, leicht. Ja, die Rail-Strikes sind wir losgeworden, indem wir die Eisenbahn verkauft haben. Ist auch eine interessante Methode. Wir könnten noch das allseits beliebte Drogen legalisieren und Steuern einführen. Ah ja, stimmt. Ich würde gerne einmal noch kurz auf CO2 gucken. Da sind wir jetzt nämlich unten. Guck mal, da waren doch noch die Micro-Generating Grants. Die könnten wir zum Beispiel auch... Das war zwar was anderes, aber kommen wir trotzdem. Ja, aber das kostet uns. Kostet uns halt so gut wie nichts. Ja. Aber da gab es noch eins. Ja, das habe ich, glaube ich, ganz am Anfang abgeschafft mit, weil ich das noch im Hinterkopf hatte. Okay, ich habe. Ah, nee, ja, genau, das hier. Carbon Capture and Storage. Stimmt, das wollten wir auch loswerden. Ja, weil das so super teuer ist. Was könntest du diese CO2-Übersicht mal öffnen? So, und wir haben da
über dem Mandatory Micro-Generating, das was wir jetzt behalten wollten, haben wir noch die Micro-Generation Grants. Weil hier haben wir schon ein bisschen mehr Geld. Das stimmt. Über das wir reden können. Ja, die könnten wir auch abschaffen. Mhm. Weg. Haben wir da noch irgendwas? Nee, ne? Nee, ich hätte jetzt gesagt, ah nee, CO2, da kann ich jetzt nichts mehr senken. Da hätte ich jetzt gesagt, wir können ein bisschen reingehen und da dran was senken. Haben wir noch was Günstiges? Public Services? Ja, wir könnten noch die Telecommuting Initiative machen. Ah, ja, sehr gut. Das würde ich tatsächlich machen. Und dann so, ja, auf so ein bisschen zurück, 300 Millionen. Ja. So. Ich bin gespannt. Ein Minister hat Law and Order Minister. Mal gucken, wen wir da so kriegen. Kapitalisten und Selbstständige. Eher die hier, würde ich tatsächlich sagen. Ethnische Minderheiten und Liberale. Bevor ich mir entweder einen Kapitalisten oder mittleres Einkommen hole. Ja, die passt momentan am ehesten zu dem, was wir da tun. Ja. So, ansonsten nichts. Crime geht hoch. Guck mal einer an. Oh, das Racial Profiling könnten wir eigentlich auch mal abschaffen. Oh ja. Dankeschön. Gerne. So. Und Community Policing könnten wir hochsetzen. Ja. Achso, das kostet uns gar nichts. Also, das kannst du auch noch höher setzen, das ist nämlich auch gut für irgendeine Arbeitslosigkeit. Also wirkt auch dagegen. Nicht viel, aber... Dann so 600? Ja. So, Popularität. Defizit wird wieder geringer. Wir halten das unser Bruttoinlandsprodukt stabil, während die Weltwirtschaft weiter abrauscht. So, jetzt müssen wir was für die Umfragewerte tun und dann haben wir gute Chancen, dass wir gewählt werden. Abgefahren. Oh, Prost, Belana. Danke für das Schlückchen Wasser. Ja, wollen wir in die nächste Runde gehen, damit wir uns die vier politischen Kapitale nächste Runde noch geben können? Ja. Auf jeden Fall. So, unsere Ministerin möchte Business Startup Campaign. Ja, die können wir machen. Die kostet auch nur 2. Aber würde ich in der Mitte lassen. Ja. Wir haben einen neuen Parteispender und... Wir lehnen das Verbot von religiösen Symbolen in der Schule ab. Ja. Weil wir sind eine egalitäre Gesellschaft und wir verbieten hier nichts. Da kann jeder sich ausdrücken. Und die Religiösen, für die tut es was, weil die haben letztes Mal einen Anschlag auf uns geplant. So, unsere Popularität geht hoch. Unser Defizit ist okay. Ja, aber wir sollten jetzt nicht übermütig werden. Nein, 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 definitiv nicht. Haben wir diese ganzen Flugbenzinsteuergeschichten irgendwie schon angepasst? Ja. Die Vielfliegersteuer... Habe ich. Flugbenzin haben wir nicht besteuert.
Oh, und ja, Alkohol? Doch, Alkohol haben wir besteuert, ne? Alkohol und Tabak haben wir besteuert. Die Airline-Tags. Ach genau, was wir auch noch haben, ist die Superstore-Geschichte. Und die Airline-Tags finde ich bei 2% echt wenig. Ja. Also. Tags Superstores. Geht das GDP ein bisschen runter, aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Ja, ne? Mhm. Und achso, da können wir jetzt nur runtergehen. Nee, das will ich nicht. Da brauchen wir 4 bis 8, um die zu erhöhen. Wir haben noch 3. Da könnten wir auch die Diverted Profit Tax. Ich weiß nicht, wie weit wir da mit 3 kommen. Ja, ganz gut. Würde ich so hochsetzen. Wir tun was für die Foreign Relations. Ja. So. Nächste Runde. Oh, und wieder. Wieder richten wir die Olympischen Spiele aus. Foreign Relations hoch, Tourismus hoch. Und ein Minister geht. Diesmal der für die Wirtschaft. Und die erste, die den Job auch wirklich haben will. Eltern und Selbstständige, fände ich gut. Ja. Angelique Olivier. So, Security Briefing, mal gucken. Die Angels of Heavenly Justice sind schon wieder da, aber ja. Wie sieht's denn aus? Corporate Exodus wieder ein kleiner nach unten, aber nicht viel. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Hm. Doctor Strike nimmt ab und Respiratory Disease. Ich denke, achso, das kostet 8. Ich wollte die Flugbenzinsteuer hochsetzen. Ja, das bringt uns auch nicht so wahnsinnig viel, aber das ist ein ganz schöner Dash auf den Tourismus. Holla. Ja. Aber so ein bisschen, finde ich, könnten wir da schon rausholen. Also ja, auf so einem. So, ne? Ja. Dann würde ich nämlich. Achso, Tourismus Ad Campaign habe ich eingeführt, richtig. Mhm. Ja, dann würde ich jetzt das übrige ausgeben, die übrigen 8, die wir noch haben, um die Tabaksteuer so weit zu erhöhen, dass wir davor kommen, dass die Asthma-Epidemie aufhört. Ja. So, Defizit sind wir noch bei 7. Das ging jetzt schnell und es sind wieder nur 5 Runden bis zur Wahl. Ich bin jetzt gespannt. Haben wir es gefixt gekriegt? Okay, nächste Runde. Appoint Senior Judge. Wir müssen wieder einen Richter ernennen. Entweder jemanden, der für Menschenrechte, individuelle Rechte und pro Verbraucher und gegen große Korporationen oder jemand, der hart durchgreift und Law and Order Zeug macht im Gerichtssaal. Weiß ich nicht. Ich glaube, den hatten wir vorhin. Ja. Das hatte, glaube ich, nur positive Auswirkungen. Dann machen wir das doch wieder. Ja, tatsächlich. Nur positive Auswirkungen. So. Okay, Defizit ist bei 5. 5 und unsere Popularität ist okay. Gucken wir mal auf. Wir haben keine Members. Aber inzwischen haben wir immerhin 4 Spender. Das ist neu. Ja.
So, dann würde ich dieses Welfare-Betrugs hier, Sozialbetrugs Ding mal noch einführen. Ja. So auf der Mitte oder höher? Ja. Nee, das kann so bleiben. Das war mal wieder was für die mittleren Einkommen. Ja. Achso, du guckst jetzt hier. Okay. Genau, da bin ich gerade. Das können wir noch mal. Brauchen wir eigentlich die Bus-Subsidies noch? Könnte man die ein bisschen runter? Die Leute sollen ja mit der Bahn fahren und dort etwas gehen. Und ja, ich weiß, dass das nicht recht ist. Rail Usage ist hochgegangen. Okay. Haben wir Bicycle Subsidies? Die könnten wir. Wir haben Bicycle Subsidies. Okay, also die kosten uns gerade nicht so wahnsinnig viel, aber wirklich viel bringen sie auch nicht. Pass auf. Ich erhöhe sie von 50 auf 230. Das sind 180 Millionen. Okay. Und tada. Okay. So, und dann lass uns noch mal kurz diese ganzen Steuern im Überblick noch mal sehen. Also einerseits unsere Ausgaben und auf der anderen Seite auch noch die Steuern. So, Einkommensteuer. Lohnsteuer, Sales Tax, Corporation Tax. Wo ist. Bin ich am Überlegen, mit der Corporation Tax ein bisschen runterzugehen. Damit wir dort diesen Exodus endlich loswerden. Ja. Und dann wäre nur die Frage, an welcher anderen Stelle wir sagen, darauf verzichten wir jetzt. Ja, also. Das hier wäre Corporation Tax. Könnten wir jetzt schon mit dem 3-Kapital, die wir noch haben. Also wir brauchen irgendwas, um die immer mal zu refinanzieren, aber ich glaube, die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft und die Abwanderung der Unternehmen ist echt ein Problem. Ja. Okay. Also das würde ich jetzt machen. Jetzt nächste Runde und ich würde dann jetzt tatsächlich, weil wir immer noch in diesem Experiment sind, würde ich jetzt für nächste Runde, oh, Errungenschaft, Lonely at the Top. Aha. Ah, ein Minister hat mich wieder verlassen. Das waren 4 diese Runde bisher, oder? Der, oder 5 sogar. Ach komm, die ist doch super. Mittlere Einkommen und Jugend. Die hatten wir vorhin auch schon und da hatten wir dann gesagt, die Jugend schlägt. Okay. Weil alles, was danach kam, war irgendwie nicht so gut. Alles klar. So, Campaign Speeches available. Okay, okay. Lonely at the Top. Wir haben halt wirklich eine reine Kürzungspolitik gemacht. Das ist irgendwie abzulehnen. Ja. Die Weltwirtschaft sackt weiter ein. Wir haben ein bisschen Bruttoinlandsprodukt verloren. Jetzt gerade durch diese Sachen. Achso, na klar, weil wir die Corporation Tax abgeschafft haben. Gesenkt. Und das dauert auch noch. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns nochmal die Labor Laws anfassen. Und zwar in Balance ungefähr dahin zu gehen, damit wir irgendwie was reißen. Ja. Können wir machen. Ich würde jetzt auch irgendwas noch gut finden, was sich irgendwie positiv aufs Bruttoinlandsprodukt auswirkt. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es was bringt, wenn wir jetzt Geld ausgeben oder ob es eher so kleine Stellschrauben sind. Im Sinne von neues Gesetz einführen oder andere besser machen. Hm.
Das fanden die Eltern super. Das hier? Free Parenting Class. Also alle finden es gut. Aber ja. Also das wäre jetzt, glaube ich, so ein leichter. Ja. Finde ich gut. Ja, müssen wir eigentlich keinen Boost drauf, ne? Nee. Können wir aber. Ja, wir brauchen aber nicht. Genau, wir brauchen es auch nicht, weil wir auch gucken müssen, unsere Bevölkerung steigt ja auch. Ja. Das müssen wir alles irgendwie im Einklang behalten. Mhm. So, 3 haben wir dann noch was Kleines. Wahrscheinlich City Farms macht die Farmer happy. Ist auch günstig. Dann können wir aber auch die Plastic Bag Tags einführen. Ja. Macht die nicht möglich, aber dann könnten wir nochmal Geld kriegen. Ja, aber jetzt haben wir erstmal 0. Mhm. Oh, und das ist eben auch passiert. Unser Diplomat ist zum Generalsekretär der Vereinten Nationen ernannt worden. Das ist auch großartig. Unsere Popularität fliegt nach oben. Corporate Exodus. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Das ist fast vorbei. Dr. Strike geht auch zurück. So. Texas. Plastic Bag Tags. Ach hier, die, wir haben uns nicht vorhin über die Drogengeschichten unterhalten? Wir haben uns über die Drogengeschichten unterhalten. Wir brauchen hierfür 8 und wir brauchen 16, um die Drogen erstmal überhaupt auf Dings zu legalisieren. Dann lass uns doch gleich in die nächste Runde gehen, dass wir beides machen können. Wir haben noch 2 Runden bis zur Wahl. Kurz vor der Wahl nochmal Drogen freigeben? Stimmt. So, können wir 15 und, ja genau, 30. Super. Oh nein, wirklich? Credit Rating downgraded. Das ist gut gehalten. Das gibt's doch nicht. Und jetzt kommt die Weltwirtschaft gerade wieder. Jetzt sind wir aber downgraded worden. Okay, wir legalisieren jetzt Drogen. Ist egal. Apply changes. So, erstmal Schlückchen Wasser. Prost. Danke, Belana. Ja. So, und jetzt führen wir die Steuer dazu ein. Und zwar, ich sag mal, an die Grenze hier. Das bringt, fängt erst nach der Wahl an zu greifen. Ja, haben wir noch 6. Was können... nee, da wollte ich nicht drauf klicken. Was können wir mit den 6 noch machen? Welfare. Also du könntest später nochmal auf diese Übersicht gucken. Da waren gerade unsere Ausgaben und natürlich sind auch unsere... Gucke. Es sind zwar nur 31 Milliarden, aber es ist wieder ganz oben. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Art und Weise, wie er da das Spiel eingestellt hat, was die Zinsen betrifft, das nicht so krass ist. Ja. Weil irgendwie kannst du im Spiel gar nichts mehr machen. Oder wir zumindest nicht. So, wo könnten wir denn noch einsparen? Hier. Ja. 300 Millionen. Klar. So. 4, haben wir noch was Neues für 2. Dann eher eine Carpooling-Campaign. Ja. Komm, Leute. Na, so.
Und die Wahl. So, wir wollen keine Wahlversprechen machen. Nein, danke. Das war jetzt eine Power-Runde. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da dran saßen. Eine halbe Stunde? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Eine Stunde knapp. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Okay, so. Die Wahl. Mal gucken, ob The Experiment gewählt wird. Na, immerhin. 80%. Also 35%. 57% Nichtwähler. Holla. Also ich, ehrlich gesagt, finde ich das total spannend, was du jetzt gemacht hast, dann zu sagen, okay, das sind die Sachen, die drei, vier Dinge, die uns jetzt aufgefallen sind, dann klicken wir es einfach mal durch und gucken es uns an, ob es wirklich so ist. Ja. Ich glaube, in der letzten Runde, wenn man schon so einen krassen Sparkurs fährt, muss man den so fahren, dass man wirklich auch die schwarze Null kommt oder ins Plus. Ja, ja. Ansonsten kommt die Zinsen kommen hart und härter zurück, sodass du sie nicht einfangen kannst. Ja, also wenn du die einmal laufen hast, kannst du eigentlich nicht mehr viel dagegen machen. Nee, und wir müssen jetzt auch damit weitermachen. Genau. Das ist jetzt gerade ein bisschen das Problem. Ich freue mich auf nächste Woche. Ja, ich würde auch sagen, wir sind mal wieder rausgeflogen, wir haben jetzt ein Experiment gemacht und wir sind in der nächsten Runde. Wir können unser Kabinett reshuffeln. Jetzt habe ich einfach auf Weiter gedrückt, aber es sieht ganz gut aus. Also das Kabinett sieht jetzt mittlerweile ganz gut aus hier unten. Mhm. Okay, sie mit ihren 0,9, aber sie würde ich vielleicht einmal austauschen, aber ansonsten würde ich alle behalten wollen. Ja. Das ja. Mache ich jetzt einmal. Und dann speichere ich auch. Tags. Belana hat im Chat noch was gefragt, was ich gerne beantworten möchte. Da gab es bei den Nichtwählern, waren die ja nochmal so unterteilt in drei Gruppen. Und das waren die potenziellen Wählergruppen von den einzelnen drei Parteien. Das waren also genau die drei Farben, die die Parteien auch hatten. Ja. Das war also unser Wählerpotenzial, was wir nicht ausgeschöpft haben, das viele. Und ja, genau. So, ich würde den hier jetzt nehmen. Und ja, die Asthma-Epidemie ist vorbei. Wir haben noch dieses Dings, aber ich würde jetzt hier tatsächlich einmal Safe Game. Und heute ist 2020 12 08. Hoch. FR. Schuldenkrise 1. Ah, da fährt ein H. Oh, was passiert bei dir? Auf deiner Seite hörte ich jetzt kurz ein Knacken in der Leitung. Bist du noch da, Romy? Das sieht gut aus. Also ich sehe mich, ich hoffe, das... Ja, jetzt sehen wir dich auch alle wieder. Verrückt. Immer mal was Neues. Ich schaue mir das dann morgen in Ruhe an, was denn das für eine neue Fehlermeldung war. Ja, hab ich so aber auch noch nicht gehört. Ja, ich wollte gerade sagen, es steht uns beiden ganz gut zu Gesicht, wenn wir heute jetzt mal den Sack zumachen. Ansonsten, nächste Woche Dienstag machen wir wieder Dienstagspolitik mit Romy Höhne. Und wie das Tradition ist, hast du das letzte Wort. Vielen Dank für die Testrunde heute Abend. Vielen Dank für die vielen Tipps und auch für euren Input, was unser gemeinsames Community-Event betrifft. Ich freue mich auf Dienstagspolitik nächste Woche. So langsam kommt Weihnachtsgemütlichkeit an, auch wenn es heute nicht so entspannend war wie gehofft.
Kommt gut durch die Nacht. Ja. Gute Nacht und Prost.